Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Plus Minus. Wenn Sie im Supermarkt sind, gehen Sie durch die Regale und sehen auf den Verpackungen diese Bilder und dann steht da noch Gut Bartenhof, Birkenhof oder Gut Ponholz. Na, da denkt man ziemlich schnell an romantische Bauernhöfe, tolle Güter und auch ein wenig an kitschige Landidylle. Beim zweiten Nachdenken kommen dann so die ersten Zweifel. Wie schaffen es eigentlich diese Güter, ganze Supermarktketten mit Lebensmitteln zu versorgen und das auch noch bundesweit? Irgendwie komisch. Deshalb sind wir dieser Frage mal nachgegangen. Fleisch von Mühlenhof, Wurst von Gut Ponholz oder Gut Langenhof. Klingt gut, oder? Ja, nach einem Familienbetrieb, nach was Kleinem. Nach einer Mühle, einem Biohof. Ja, klingt schon ein bisschen nach Bauern, ein bisschen sympathisch so. Gutshof-Idylle im Kühlregal. Mit diesen Eigenmarken ködern fast alle Supermärkte und Discounter ihre Kunden. Aldi Nord verkauft Fleisch und Wurst vom Gut Drei Eichen und vom Güldenhof. Penny hat den Mühlenhof und Tengelmann den Birkenhof. Bei Norma gibt es gleich zwei Güter, Gut Langenhof und Gut Bartenhof. Und bei Netto gibt es Produkte vom Gut Ponholz. Kommt das Fleisch wirklich vom Bauernhof? Wir machen uns auf die Suche. Auf der Karte finden wir keine Spur von den Gutshöfen. Lediglich einen Ort namens Ponholz gibt es wirklich, in der Nähe von Regensburg. Gleich nach der Ausfahrt ein riesiges Nettolager. Das würde schon mal passen. Aber gibt es hier auch das Gut Ponholz? Ich weiß es leider nicht. Dem King war Gut Ponholz. Also doch kein Gutshof? Das ist die alte Post da hinten. Das gelbe Haus. Das ist früher gut gewesen. Könnte sein. Der Gutshof auf der Verpackung und die alte Post. Von Schweinen oder Rindern allerdings keine Spur. Innen treffen wir Martin Kandelbinder. Er betreibt hier ein Restaurant. Das ist ein Gutshof gewesen, also als Poststation erbaut worden. Und später war halt dann der Gutshof noch mit dabei. Und dann gibt es halt auch Karten, habe ich auch eine oben noch. Da steht Gut Ponholz drauf. Die Fotos, die das Anwesen als wirklichen Gutshof zeigen, stammen von 1902. Wurde von hier jemals Fleisch an Netto geliefert? Nein, okay. Gar nichts. Wurst vom Gutshof? Fehlanzeige. Was denkt sich Netto also dabei? Die Firmenzentrale steht in Sichtweite. Ein Interview bekommen wir aber nicht. Schriftlich erfahren wir, das Fleisch kommt von überall aus Deutschland. Und? Der Namensursprung unserer Eigenmarke Gut Ponholz bezieht sich auf einen ehemaligen Gutshof in unmittelbarer Nähe unseres Unternehmenssitzes. Soweit waren wir auch schon. Zu Deutsch, Netto verkauft das übliche Fleisch aus Massentierhaltung. Aufgehübscht mit dem alten Gutshaus. Und bei der Konkurrenz dasselbe Spiel. Tengelmann teilt uns mit: Es gibt keinen Gutshof namens Birkenhof. Aldi Nord gibt zu, Gut Drei Eichen und Güldenhof sind erfunden, aber natürlich dem Kunden zuliebe, damit der die Produkte überhaupt wiedererkennen kann. Darüber hinaus wollen Verbraucher auch emotional angesprochen werden. Dies wird durch Markennamen und/oder Wortbildmarken, die einen emotionalen Bezugsrahmen bilden, gewährleistet. Und Norma hat die Marke Gut Langenhof von einer auf Markenführung spezialisierten Kreativagentur entwickeln lassen. Billige Massenware im sympathischen Bauernhof-Look. Nach deutschem Markenrecht ist das alles völlig legal. Ja, finde ich nicht okay. Ich will ja wissen, was ich kaufe und von woher ich das kaufe. Das ist nicht ganz ehrlich. Dann sollen sie gleich Aldi draufschreiben, dann weiß man, was es ist. Ja, dann bin ich jetzt komplett in die Falle getreten. Ich hätte die wahrscheinlich auch gekauft. Vom Marketing-Experten John Christoph Berndt wollen wir wissen, warum ist die Gutshofmasche so erfolgreich? Der Bauernhof ist Tiere, die frei laufen, die miteinander tollen, hinter der Scheune, der Gockel kräht auf dem Mist. Und dann denke ich mir, so ein Stückchen, so eine Scheibe von dem Leben, das ja immer so erstrebenswert irgendwie ist, hole ich mir in die Großstadt, indem ich mir sowas kaufe. Billig allein reicht den Verbrauchern heute nicht mehr. Sie wollen das gute Gefühl gleich mitkaufen.
Und das liefern ihnen selbst die Discounter. Auch sie stecken Millionen ins Marketing. Ich wäre ganz gern mal bei so einer Konferenz dabei, wenn die sich überlegen, wir machen jetzt auch im Bauernhof, welchen Namen gibt's noch, irgendwas mit Gut und Hofgut und drei Linden, vier Eichen, fünf Birken. Und dann lachen die sich tot. Und die Discounter sind hochschlau, überlassen nichts dem Zufall und machen immer genau das, was noch nicht verboten ist. Und das gehört dazu. Aber selbst bei Biofleisch wird mittlerweile getrickst. Die Bio-Supermarktkette Alnatura verkauft Packelhoffleisch, das längst nicht mehr nur vom echten Packelhof in Bayern stammt. Vieles wird in Österreich zugekauft. Gibt es denn nur noch Massenware? Nein. Aber wer genau wissen will, wo das Fleisch herkommt, muss aufs Land. Zu den wenigen echten Höfen, die noch übrig sind, wie dem Kainzenhof bei München. Max Faut ist Bauer und Metzger in einer Person. So viel sind es nicht. Die kann man mit Sicherheit an ein paar Hände abzählen in Bayern, die sowas machen. Eigene Tiere, eigene Metzgerei, eigener Hofladen. Hier bekommen die Kunden das, was die Supermarktverpackungen nur vorgaukeln. Die Leute wissen, wo kommt es her. Es kommt von hier. So bequem wie bei Aldi, Netto und Co. ist es hier natürlich nicht. Der Hofladen hat nur zweimal in der Woche geöffnet und das Fleisch kostet ein paar Euro mehr. Dafür kommt es vom echten Bauernhof.